So, hallo liebe Dusting-Freunde. Heute noch nicht der große Tag, an dem das, oder ein bisschen den Finger verletzt, an dem das letzte richtig coole Bier, herzliche Grüße trotzdem Noah und alle anderen in den Kaiserstuhl, das letzte coole Alphonse präsentiert wird. Heute, stattdessen ist der Assi-Biertag. Deswegen habe ich mich auch in den Assi-Gangster-Look heute mal geschwungen. So gehe ich auch nachher Gassi hier mit den. Wie heißt es? Bad Bastards, genau. Die Bad Bastards. So, yeah, so richtig kriminell. Sieht man natürlich nicht, wir sind in Wirklichkeit ganz brav, ne? Fast immer. So, aber jetzt Spaß beiseite. Dafür hebe ich mir nämlich auf, ist schon bestellt. Und da muss man an der Stelle wirklich sagen, sind sie echt fair. Und zwar. Der Schördinator, der hat ja, ich habe den ja zurückgeschrieben, ich habe den das T-Shirt nicht zurückgeschickt, ich habe es behalten. Wie habe ich ja schon erklärt, ne, über den Druck. Ich habe den halt, weil sie Zufriedenheitsblabla wollten von mir, eine Rückmeldung per E-Mail. Dann habe ich denen zurückgeschrieben, ja, also Druckqualität und alles, Textilqualität, ist wie immer nichts dagegen zu meckern. Das Problem ist nur, der Druck hat halt anders ausgesehen, als der auf der Vorschau aussah. Sonst hätte ich das niemals so bestellt. Das kann man ja, außer man leuchtet es direkt an, überhaupt nicht erkennen. Und ich behalte es aber trotzdem. Scheißegal. So. Und daraufhin kam dann tatsächlich ein Gutschein. Ja, also ein Gutschein für das nächste T-Shirt. Also nicht ganz in der Höhe von einem neuen T-Shirt, aber immerhin. Und das fand ich dann fair und dann habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich mir gleich zwei und ich habe jetzt tatsächlich die gotische Schriftform, die ich wollte, auch gefunden und zwar diesmal habe ich das T-Shirt in Marineblau bestellt und den Druck in, also richtig helles Blau und dann in Schwarz den Druck, sodass es diesmal auch läuft. Aber ich habe noch eine viel coolere. Habe gedacht, wenn ihr schon so fair seid, dann bin ich auch fair, bestelle gleich zwei. So, dann habe ich zwei coole. Und dann habe ich noch eins ganz in Schwarz machen lassen mit einen ganz besonderen Druck. So, und das, in dem werde ich, sobald das Ding da ist, also sobald die T-Shirts da sind, dann das Alphonse präsentieren. Jo, jetzt genug der Vorrede. Heute ist wie gesagt Assi-Biertag, deswegen Assi-Look so ein bisschen, yeah, und auch Assi-mäßig ohne Glas, weil das Bier auch Assi ist. Es ist ein Stuttgarter Hofbräu. Und Stuttgarter Hofbräu muss man assig aus der Dose trinken. Also, cheers hier. Bum, 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 bum. Ja. Auf euer Wohl. Bisschen Spaß muss sein, finde ich immer. Nee, ich hole jetzt doch ein Glas, weil ich will auch das zweite. Ich möchte auch sehen, wie es ausschaut. Das zweite Assi-Bier ist nämlich, das ist nämlich auch richtig Oberassi. Astra ist eigentlich keine Assi-Marke, aber ein Bier, was aromatisiert ist mit Zitrus-Wodka, bloß um mehr Power reinzukriegen, um das Ganze auf knapp 6% zu kriegen, das ist natürlich schon eine ziemlich assige Idee, finde ich. Ne? Also da nehmen sie einfach Bier und machen noch einfach einen Schuss Wodka mit Zitrus rein. Also da bin ich mal sehr drauf gespannt. Das habe ich noch überhaupt nie getrunken. Jetzt gehe ich noch kurz mal Gläser holen. 05er und 03er brauchen wir da. Schulz! Man sieht ihn nicht, aber man hört ihn, den Dave. So, jetzt machen wir da geschwind mal, damit wir hier zurechtkommen. Ich will es nämlich hier zu lang machen, Leute. Das soll so unter 10 Minuten jetzt bleiben. Ich mache dafür demnächst mal wieder einen Livestream. Und ich habe jetzt zurzeit viel zu tun, deswegen nicht böse sein, wenn nicht so viele Videos kommen. Ich habe ein bisschen viel Action, gell, Dicker? Ja. Ja, es sieht halt jetzt ganz anständig aus. Ein ganz normales Bild halt. Ne? Es ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Es ist ja alles nur ein Spaß, weil ich halt Badner bin und wir, weil speziell die Stuttgarter, ne, habe ich schon erzählt. Die Geschichten kennt man ja, wenn man aus der Gegend kommt. Also es ist nicht schlechter als viele andere Biere auch. Also das ist alles nur dummes Geschwätz. Gebraut in Stuttgart nach dem deutschen Reinheitsgebot. Haben ihre Adresse sogar draufstehen.
Stuttgarter Hofbräu AG, Böblinger Straße 132, 70199 Stuttgart. Traut euch, fahrt dahin, holt euch das Bier. So. Ja. So, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen. Ja, mehr nicht. Mehr steht auch nicht drauf. 4,9% hat das Ganze. Und es ist nach dem Deutschen Reinheitsgebot gebaut. Es ist ein ehemals königlicher Hoflieferant. Ein König, ein württembergischen König. Also ich dachte, die hätten. Warte mal, die hatten nur Markgrafen und so Sachen, ne? Und natürlich den Kaiser dann, ne? Der galt ja für ganz Deutschland. Von Königen habe ich jetzt eigentlich. Das ist dann noch früher gewesen, noch viel früher gewesen, ne? Okay. Tschüss. Also wir hatten hier die Kurfürsten und die Markgrafen, der auch den Karlsruhe auch gegründet hat, im 18. Jahrhundert dann, ne? Und später kam ja dann der Kaiser, kam das Kaiserreich und alles, ne? Aber so Könige, das muss ja dann noch in noch früherer Zeit gewesen sein, ne? Ja, kann man mal sehen. Da muss ich doch nochmal den Geschichtsunterricht auffrischen. Nochmal gegebenenfalls nachlesen, wie das alles genau damals war. Wie gesagt, seit 1516 gibt es ja schon Bier. Und da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen König offensichtlich gegeben haben. Jo. Gut. Dann gieße ich das andere jetzt auch schon mal ein. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ihr seid auch alle fit. Ich habe ein bisschen Pech mit dem Wetter heute. Es schifft den ganzen Tag hier aus Eimern. Bin jetzt dreimal draußen gewesen mit dem und dreimal bin ich nass geworden. Aber ist halt manchmal so. Schulz! So. Jetzt im Moment regnet es gerade nicht. Aber jetzt ist es noch zu früh für die gute Nachtrunde. Es hat jetzt keinen Sinn. Wenn ich jetzt rausgehe, muss ich nachher trotzdem nochmal gehen. Weil wenn jetzt ist. Gott, wie viel ist es eigentlich? Ich glaube 8 oder so um den Dreh rum. Also 20 Uhr. Und wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt mit dem rausgehe. Kann ich nachher um 12 trotzdem nochmal gehen, weil der pennt ja dann nicht durch bis morgen früh. Ne? Das geht ja, ich kann den ja nicht 12 oder 14 Stunden, morgen ist Sonntag, ich will dann auch ein bisschen auspennen. Ne? Da gehe ich lieber später nochmal mit dem. Dann lässt er mich erfahrungsgemäß morgens länger in Ruhe. Ne? Der ist nämlich frech, der weckt dann auf. Ne? Was heißt frech? Ich meine, ich kann ja froh sein. Ne? Also mir ist ja lieber, der macht mich wach und ich muss mich dann aus dem Bett quälen, als dass er mir in die Wohnung pinkelt und ich habe dann den Dreck und muss das alles wegmachen. Ne? Cheers, auf euer Wohl. Also der ist schon ein kluger Hund. Der macht sich sofort bemerkbar. Das merke ich so an unterschiedlichen Stufen. Ne? Wenn er einfach nur so im Bett liegt, also der springt dann hoch ins Bett, ne? Und glotzt mich an, dann weiß ich, ja, okay, das heißt, Herrchen, komm, jetzt mal bitte langsam in die Gänge. Aber dann weiß ich, ich kann mir auch noch Zeit lassen. Die nächste Stufe ist dann, der tigert auf und ab. Ne? Geht vom Bett auf und ab, geht auch mal in den Flur raus, läuft dort auf und ab. Dann weiß ich, okay, jetzt drückt den was. Also jetzt kann auch sein, dass das große Geschäft langsam fällig wird. Und dann beeile ich mich also schon dann, schon dann, ich will ihn ja auch nicht quälen, das plagt den ja auch. Ne? Ich gehe auch aufs Klo, wenn ich muss. Und dann ziehe ich mich halt an in Ruhe, aber es ist dann noch kein Drama. Und roter Alarm, das ist Stufe 3. Das ist, wenn er wirklich vorgeht zur Tür und mit der Pfote dran kratzt und dann manchmal noch so ein Winselgeräusch macht. Dann hüpfe ich sofort in die Hose, ziehe mir die Jacke an und rase mir die runter, weil dann weiß ich, dann ist irgendwas faul. Das kommt zum Glück sehr, sehr selten nur vor, aber so alle halb Jahr kommt es halt mal vor. Und dann schafft das auch gerade nur noch bis zur nächsten Böschung, ne? Und dann kommt irgendwie der Durchfall, ne? So, das ist halt, wenn er mal was Falsches gegessen hat, ne? So, aber jetzt genug Details. Über dich reden wir. Ja. Weg gerade da faul rum. Also, nochmal auf euer Wohl, Stuttgart Hofbräu und weg mit, damit die Sache erledigt ist. Rest des Schaums ist verzichtbar. Sind wir doch wieder, gehen wir doch wieder 10 Minuten, scheißegal, aber unter den 15 bleiben wir dann wenigstens. So, hier haben wir jetzt, wie gesagt, diese Astra,
Ist nicht die Kiezmischung, die war sogar noch ganz cool. Die Astra Rakete diesmal. Alk 5,9%. Aromatisiert mit Zitruswodka. Überschrift: Achtung, geht ab. Bavaria St. Pauli GmbH 22755 Hamburg. So, was haben wir hier für Zutaten? Jetzt bin ich doch aber mal gespannt. Also 80% ist tatsächlich Bier und 20% ein Erfrischungsgetränk bestehend aus Zucker, Wasser, Kohlensäure, was? Zitronensäure, Zitrusaroma und Zitruswodka. Okay. Also, dann haben sie noch eine schöne Möhre dazu gemalt. Schulz, auf der vegan steht, ne? Damit man sieht, dass das halt auch ein sehr gesundes Nahrungsmittel ist, ne? Immer ganz wichtig, vegan. Also, auf die Gesundheit, Nastrovje, wie der Russe auch sagt. Das heißt wirklich auf die Gesundheit. Naja, wenn es vegan ist, dann kann es ja nur gesund sein, ne? Also, das ist schon alles sehr amüsant, muss man sagen. So wie vieles dieser Tage, was man so hört und liest, muss ich tatsächlich sagen. Naja, okay. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem, trotz allem Quatsch, der so abgeht, rings um uns rum, wünsche ich euch ein gediegenes Wochenende. Haut rein, genießt euer Leben, genießt das Wochenende. Lasst euch nicht ärgern, gehören dicker. Und legt sich schon wieder die Eier. Mal dieser versaute Kerl. Ne? Bist versaut. Versaut. Ja, versaut auch. Gell? Ja, ist ein guter ist er. Oh, ist ein guter ist es. Ja, mal Finger abbeißen. Ich brauche den Finger noch. Nicht ab, darf man nicht abbeißen. Nein, nein. So, aber das ist nicht gerad genug. Das muss man wieder ein bisschen gerade biegen. So, Bitcoin ist eigentlich ganz okay heute, muss man sagen, oder? Das ist, weil ich jetzt genug Licht auch an habe. Das kommt jetzt noch weg, das wird jetzt noch assi-mäßig weggestürzt und dann gibt es noch mal einen assigen Rülpser. Zum Geschmack gibt es nicht viel zu sagen. Es schmeckt für mich wie so diese klassischen Shots, diese. Ja, nicht Shots, das ist falscher Ausdruck. Shots sind ja so kleine Dinger. Diese, wie haben sie das früher immer genannt? Alkopops, ne? Die man dann mit höheren Steuern belegt hat, um die Jugendlichen davon abzuhalten, das zu saufen, was natürlich nur bedingt was gebracht hat, wie immer. Weil, wenn einer saufen will, sauft er, weißt du? Und wenn da dann draufsteht, ab 18, dann schickst du halt deinen älteren Bruder oder sonst jemanden hin. So, ja. Und wenn es zu teuer wird, dann klauen sie es halt an der Tanke. Also die Jugendlichen kriegst du nicht vom Saufen weg. Das ist immer so. Ja, sind wir mal ehrlich, ist doch so. Wir haben alle gemacht, was wir wollten als Jugendliche. Das haben sie doch gebockt, ob das erlaubt war oder was. Ne? Auf jeden Fall ist das, muss ich sagen, das erinnert mich halt an diese Dinger. Also typisch Alkopop, so wie Mixery oder auch Desperados, das, was ich kürzlich präsentiert habe, mit halt zusätzlich noch. Wobei das Mojito wirklich gut war, aber da gibt es ja auch noch andere Sorten halt dann. Mit dem Lime und so, genau. Mal ein richtig assiger Rülpser. Passend zum Assi-Biertag. Nee, also das ist, wie gesagt, das schmeckt mehr nach so Alkopop als nach Bier. Wer auf den Scheiß halt abfährt, so diese gezuckerten Getränke halt, diese alkoholgehaltigen, gezuckerten, ja. Billig-Cocktails, sowas in der Art, kann man auch sagen, ne? Das ist ja mit 6% schon mehr als ein Alkopop. Diese, ja, die haben meistens so 4 bis 5 gehabt oder dieses Mixery sogar nur 2,5%, ne? Also es ist, wie gesagt, wer drauf steht oder wenn einfach nur, worauf es ja den meisten Jugendlichen ankommt, wenn es nur darum geht, dass man halt das im Schädel spürt. Dafür ist es okay, ja. Aber wenn ich jetzt halt richtig ein Bier mit Geschmack haben will, ist sowas natürlich ein No-Go. Weil, wie gesagt, das macht den Biergeschmack ja tot. Du könntest alles nehmen im Prinzip. Du würdest überhaupt nicht merken, ob du ein gutes oder ein schlechtes Bier trinkst. Du würdest wahrscheinlich nicht mal mehr merken, ob du ein Pilsner oder ein Export trinkst.
oder den Hefeweizen, weil einfach da ist so viel Zucker und diese Aromastoffe reingehauen, dass das Bier da völlig untergeht. Der hätte jetzt auch gar kein Bier drin sein können und nur diese Wodka mit Aroma und das Zeug, das hätte jetzt für mich geschmacklich auch keinen großen Unterschied gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon über 15 Minuten, das ist ziemlich lang. Ich hoffe, das dauert jetzt trotzdem nicht stundenlang, das hochzuladen. Ich mach's nachts, dann habe ich mehr Ruhe. Genau so machen wir das. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns irgendwann hoffentlich auch mal wieder live draußen. Und mit der Lichterkette, das wird sehr problematisch, habe ich festgestellt. Aber vielleicht mal lasse ich es auch einfach bleiben und mache dann nur am Wochenende tagsüber Outdoor-Videos und ansonsten, wenn ich unter der Woche halt, dann mache ich Indoor-Videos. Oder ich muss halt die schlechtere Bildqualität akzeptieren, wenn ich doch mal unter der Woche Bock habe, draußen ein Outdoor-Video zu machen, halt abends oder nachts. Ne? Aber ich habe da echt keinen Bock. Da laufen Kabel auch. Der eine Rollladen geht elektrisch hier. Und da laufen Kabel. Und ich weiß nicht, wo die genau sind. Ich kann nicht einfach willenlos im Schlagbohrer ein Loch bohren in die Wand. Und wie gesagt, ich habe nur auf der einen Seite eine Vorrichtung, wo ich das Ding aufhängen kann. Und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, ich könnte kein Licht hinhängen. Und selbst wenn, dann wäre immer noch die Frage, ob das Licht überhaupt stark genug wäre, um wirklich für eine anständige Bildqualität zu sorgen. Das ist mir der ganze Aufwand nicht wert. Da machen wir es lieber ab und zu drinnen, ab und zu draußen. Wochenends dann draußen. Vielleicht seht ihr mich im Laufe des Wochenends nochmal morgen, wenn es mir reicht zeitlich. Mache ich vielleicht nochmal, bevor die Sonne untergeht, draußen ein Video. Wenn nicht, dann werde ich das nächste Outdoor-Video spätestens am nächsten Wochenende machen. Ich würde dann, wenn es mir für einen Livestream reicht, samstags den legen. Und ja, und dann kommt ja auch mal wieder die Weihnachtszeit und die Urlaubszeiten und Urlaubstage und sowas. Und dann kann ich auch mal unter der Woche einen Livestream machen oder tagsüber schon saufen. Wenn ich ansonsten dann nichts mehr zu tun habe oder so den restlichen Tag. Es geht halt immer darum, das ist halt das Problem, wenn du halt ein YouTuber bist, der Bier und so Sachen präsentiert, da kannst du halt nicht einfach sagen, ich mache es halt einfach morgens schon mein Video und gehe dann arbeiten oder gehe von mir aus Auto fahren oder irgendwas erledigen. Weil das Problem ist halt einfach, ich habe nach meinen Videos einen Schädel. Ne? Und wenn es nur ein bisschen ist, aber es reicht halt, dass es für Ärger sorgen kann. Und deswegen muss ich mich halt immer nach den entsprechenden Tageszeiten richten. Außer wie gesagt, ich habe den restlichen Tag nichts mehr vor, dann kann ich mich auch morgens um 12 oder mittags um 12 besser gesagt schon hinsetzen. Ne? Morgens, okay, morgens um 8 wäre ein bisschen übel, oder? Das ist schon sehr assi, oder? Das wäre schon sehr assi. So morgens um 8 hinsetzen, sagen, hey, ich habe heute frei, scheiß drauf. Ich löte mir jetzt erstmal die ersten 5 Kolben rein, bin, bevor die meisten Leute überhaupt aufstehen, schon besoffen. Also das wäre schon heftig, oder? Aber so wie ich mich kenne, bringe ich das auch irgendwann mal. Okay, Leute, jetzt aber genug für heute. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen restlichen Samstagabend und einen guten Start in den Sonntag. Haut rein, lasst es krachen und genießt euer Leben. Und noch einen lieben Abschiedsgruß vom faulen Balu. Krieg ich einen Bussi? Nee, krieg ich jetzt nicht. Der ist zu faul. Und tschüss, bis dann. Tapfer bleiben, euer Dave. Ciao.